Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu dem neuen Karrieremodus-Part. Heute schauen wir uns mal ein bisschen auf den Transfermarkt um. Ich habe schon gleich ein bisschen was in der Transferzentrale gespeichert und werde auch gleich mal anfragen und schauen, ob da irgendjemand zu uns wechseln will. Ich zeige euch die Spieler jetzt gleich mal. Und zwar habe ich als erstes Benjamin Hendricks drinnen, der momentan bei Swansea City ist. Des Weiteren Theo Hernandez, Leon Bailey und Kingsley Coman vom FC Bayern. Hendricks und Hernandez habe ich einfach beide genommen, weil unsere Außenverteidiger, jeweils der eine 36 glaube ich ist und der andere nicht mal ein Außenverteidiger ist. Und Hendricks und Hernandez jetzt schon gute Form eigentlich haben und auf jeden Fall uns verbessern könnten. Und Leon Bailey und Coman einfach für die Offensive, die auch beide natürlich richtig krank sind. Ich werde jetzt mal schauen, wie ich es mache. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich natürlich Hendricks und Hernandez mir vielleicht sogar beide leisten könnte. Und Bailey und Coman mir allerdings bloß einen einzigen und dafür keinen Verteidiger wahrscheinlich. Deshalb weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das machen werde. Ich werde jetzt mal noch kurz auf die Angebote von meinem Dings warten. Auf die, wie heißt's, wenn der Scout einen beobachtet, damit er einen zeigt, wie viel der Spieler wert ist. Und genau, dann schaue ich mal, wie viel die zwei Verteidiger noch wert sind und entscheide dann. Des Weiteren habe ich McKenny noch in die Startelf gestellt, weil sich der auch, ich habe gerade im Internet, da kann man ja immer so ein bisschen nachschauen, wie sich die Spieler entwickeln, weil der auch richtig krank werden kann. Deshalb unterbreche ich jetzt gleich mal kurz die Simulation und haue eine neue Simulation rein. Goretzka finde ich auch richtig geil, der schon eine 88 ist jetzt und natürlich sich noch weiterentwickeln kann. Ich würde gern Milik austauschen. Ich werde den auch gleich mal auf die Transferliste packen. Und dann mal schauen, ob den vielleicht irgendjemand haben will. Weil ich den einfach nicht wirklich brauche. So, ich habe gleich mal ein paar Spieler auf die Transferliste gesetzt. Und einer davon wird schon weggehen. Und zwar Ricardo Quaresma. Den ich auch an Leipzig direkt mal verkaufe. Weil er bei uns einfach keine Chance mehr hat zu spielen. Vor allem, wenn jetzt dann, sollte ich die Jungen noch kaufen. Der einfach keine Aussicht auf Spielzeit hat bei uns, weil er schon 32 oder älter ist, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist er jetzt weg und wir bekommen die Abschlussberichte zu Hendricks und Hernandez rein. Schauen wir gleich mal an. Hernandez kostet, würde mich 16 Millionen plus kosten und Hendricks würde, mal schauen wie viel der wert ist, 20 Millionen kosten. Das heißt, ich könnte mir beide Außenverteidiger kaufen. Allerdings dafür im Sturm nichts mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die bessere Entscheidung ist. Vor allem, weil wir im Sturm jetzt doch noch Milik haben und Harit, der sich auch weiterentwickeln kann. Und Milik ja auch nicht so kacke ist mit einem 84er Rating. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal die beiden Spieler anfragen, ob sie zu uns wechseln wollen. Ich weiß ja nicht ganz genau, ob ich sie mir vom Gehalt her leisten kann, aber ich schätze mal schon. Ja, ich werde mal einen Kauf vorschlagen. Das machen wir gleich mal ganz klassisch so. Und ja, welche Art wir wollen ihn kaufen. 20 Millionen ist sein aktueller Wert, dann bieten wir mal 22 Millionen. Ja, genau, 2,2 Millionen wahrscheinlich. 22 Millionen bieten wir mal. Und Weiterverkaufsgebühr, ne, passt schon so. Mal schauen, was sie dazu sagen. Okay, sie wollen knapp 40 Millionen für Hendricks. Dann könnten wir uns Hernandez nicht mehr kaufen. Allerdings werde ich auch noch ein paar Spieler verkaufen in der Periode. Deshalb machen wir mal eine neue Transfersumme. Ich gehe mal auf so 27 Millionen runter. Vielleicht sind sie damit auch zufrieden. Das wäre ein bisschen verkraftbarer. Aber okay, sie wollen kein Stück von ihrer Wunschsumme abrücken. Das ist natürlich blöd. Aber ich glaube nicht, dass er mit knapp 34 Millionen wert ist. Ich weiß nicht, ob ich nochmal eine vorschlagen kann oder ob sie dann ausrasten. Ich mache mal 30 Millionen. Mal schauen, was er sagt oder ob er sich jetzt gleich verzieht. Okay, er nimmt 30 Millionen an. 10 Millionen mehr gezahlt. Allerdings glaube ich, ist Hendrik auch ein guter Spieler für uns. Wir verhandeln gleich mal mit ihm und dann können wir uns vielleicht Theo Hernandez auch noch leisten. Ne? Das wäre natürlich perfekt. Da ist er. Er will eine wichtige Rolle. Er kriegt als Gegenangebot. Ja, okay, wir nehmen es einfach an.
Das ist sowieso egal. Er wird auf jeden Fall wichtig sein und will 5 Jahre direkt bei uns bleiben. Das nehmen wir auch an. Das ist natürlich top. Allerdings hätte ich gern ohne Freigabesumme. Genau, perfekt. Damit bin ich ebenfalls einverstanden. Und dann schauen wir mal finanziell. Er hat ein aktuelles Gehalt von 64.000. Dann biete ich ihm mal, ja wahrscheinlich Millionen, biete ich ihm mal, puh, wie viel machen wir denn? Ich schätze mal 70 Millionen. 70 Millionen, ja, ich bin komplett daneben. 70.000 und ein Einstiegsbonus von, machen wir mal, 2 Millionen. Mal schauen, ob er das will. Und ja, damit ist er zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich gerade viel zu viel für ihn gezahlt habe. Vermutlich schon, aber kann man nicht ändern. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen neuen Spieler in unseren Reihen. Und zwar Henrichs, den wir auch gleich mal für Naldo einsetzen werden. In die Startelf, da ist er auch schon. Naldo darf aber mit auf die Ersatzbank für Quaresma, der uns ja sowieso verlassen wird. Und genau, er ist erst 21 oder 22 Jahre alt. Es wird uns auf jeden Fall eine Zeit lang erhalten bleiben, der gute Henrichs. Dann simulieren wir mal weiter und schauen, ob wir noch ein paar Angebote reinbekommen. Damit wir uns im besten Fall Theo Hernandez auch noch leisten können. Wir haben Quaresma verkauft, kriegen damit knapp 3 Millionen auf unser Transferbudget und haben ein Leihangebot für Amir. Den Namen spreche ich gar nicht aus, bevor ich mich noch blamier. Nehme ich an, wir brauchen ihn eh nicht. Sparen uns dadurch ein bisschen Gehalt, dass wir dann in andere Spieler investieren können. Und kriegen direkt das nächste Transferangebot rein, und zwar für Johannes Geis, der bei uns auch ausgeplant ist. Leicester City bietet uns 9,4 Millionen, da sein Marktwert zwischen 7 und 10,2 Millionen liegt. Nehme ich das Ganze nochmal an, das ist ein guter Deal für uns, durch den wir uns dann Theo Hernandez vermutlich auch noch leisten können. Und ich sehe gerade, dass wir unsere erste Bundesliga-Partie bei unserem neuen Verein direkt gegen unseren alten haben, und zwar gegen den FC Ingolstadt. Das Spiel werde ich vielleicht sogar mal selber spielen. Dann ist es vielleicht ein bisschen interessanter mal, anstatt immer bloß zu simulieren. So, wir haben den guten Amir ausgeliehen und kriegen noch ein Transferangebot für Jamie Vardy rein, und zwar von Brighton, ne? Das ich auch noch annehmen werde, weil er bei uns auch ausgeplant ist. Und dann können wir vielleicht vor dem Ende der Transferperiode noch ein bisschen was einkaufen. Wir sollten jetzt noch ein paar Millionen dazu bekommen, so um die 20. Wir haben die erste Partie unserer Rückrunde, beziehungsweise bei unserem neuen Verein gegen Ingolstadt. Das werde ich jetzt auch mal selbst spielen. Ich habe da gerade irgendwie Bock drauf, einfach selbst ein Spiel zu spielen gegen unseren alten Verein. Ich werde das dann irgendwie cool zusammenschneiden. Ich werde die Halbzeitlänge mal auf 4 Minuten packen, damit wir nicht so lange spielen. Und den Schwierigkeitsgrad auf Profi, damit es nicht so einfach ist. Und dann würde ich sagen, springen wir mit unserem Verein in die neue Partie. Ich werde allerdings nicht alles spielen, sondern bloß jetzt einfach mal ein paar Partien selbst spielen und sonst wieder simulieren. So, das ist echt richtig geil gemacht im Karrieremodus. Ich weiß gar nicht, ob der Kommentator daneben noch labert. Ich habe nämlich keinen Ton. Wir spielen FC Schalke 04 gegen Ingolstadt. 17. Spieltag in der Veltins Arena. Die sogar, wusste ich gar nicht, dass das die in FIFA auch gibt, von Schalke 04. Normalerweise ist es ja oft so, dass einfach irgendwelche random Stadien da benutzt werden. Aber gut, wir sehen in der Tabelle, wir sind momentan auf dem 7. Tabellenplatz und haben 26 Punkte. Also da haben wir noch auf jeden Fall noch ein bisschen eine Aufgabe vor uns, während wir hier im Hintergrund die schöne Choreografie sehen. Da sind wir, der neue Trainer vom FC Schalke 04. Richtig geil gemacht immer in dem Game. Spielerdebüt bei uns Henrichs und bei Ingolstadt Caprari. Mal schauen, wie es läuft gegen unseren Ex-Verein, die ja momentan auf Platz 18 stehen. Gut, dann gehen wir mal weiter, springen in die Partie und gewinnen das hoffentlich. Ingolstadt versucht gleich mal den Konter mit einem schönen Doppelpass. Und jetzt geht Caprari hier außen durch. Kann sich allerdings nicht durchsetzen, bekommt aber das Foul. Und jetzt ist auf jeden Fall Ingolstadt mit dem gefährlichen Freistoß dran. Die Flanke kommt und der Kopfball auf Bledel, allerdings ein richtig schlechter Kopfball von unserem Ex-Spieler. Also sehr Bledel außen durch, setzt sein Tempo ein und bringt die Flanke, allerdings gar kein Problem für Fährmann, der sich die Pille einfach aus der Luft holt. Und vielleicht kommt Schalke jetzt in einen schnellen Konter mit Milik und Harit. Harit, der hier durchstartet und an Julien vorbei ist.
Harit alleine vom Tor und macht das 1:0 für den FC Schalke 04. Harit, der junge Spieler von Schalke, holt sich gleich mal ein Tor ab in der 29. Minute. Richtig schönes Zusammenspiel zwischen Harit und Milik. Und Harit, der das dann eiskalt vorm Tor macht und rechts unten einschiebt. Aber wir drücken weiter mit dem Pass auf Milik, der alleine vom Tor ist, flach links unten schießt und das 2:0 macht in der 38. Minute. Richtig schön gespielt, bitterer Ballverlust von Soyuncu da und dann schön schnell weitergespielt auf Milik und der eiskalt vom Tor reinschiebt. So steht es 2:0 für uns, der Halbzeitpfiff ertönt und Schalke liegt mit 2:0 in Führung. Zur Halbzeit auf jeden Fall verdient. Klar, die bessere Mannschaft und eiskalt vom Tor. Wir springen direkt rein in die zweite Halbzeit. So, jetzt haben wir hier Harit, der direkt aufdrehen will und hier auch unten durchstartet. Und vielleicht, schauen wir mal, Julien rausnimmt aus dem Spiel. Harit mit dem Flachschuss und das 3:0 macht direkt vom Anstoß. Richtig guter Spieler, hat Julien richtig schlecht aussehen lassen mit einem kurzen Trick und schiebt dann eiskalt rechts unten ins Eck ein. Hier sieht man es nochmal, hat seinen Körper reingestellt mit der Schussfinte und dann klasse abgeschlossen. Ne? Goretzka wieder auf Didavi, bekommt den Ball wieder zurück, hält kurz an und probiert jetzt mal den Fernschuss. Leon Goretzka, richtig guter Schuss, aber auch kranke Parade von Nyland, der auf jeden Fall hier unter Beweis stellt, was er drauf hat. Die Ecke wird reingebracht auf Milik, der allerdings nicht zum Kopfball kommt, doch es geht direkt weiter mit Goretzka, der hier ein bisschen den Ball verteilt auf McKennie. Und Leon Goretzka wieder mit dem Longshot, wird abgeblockt. Unten ist Harit mit dem Volley und mit dem 4:0. Harit macht seinen Hattrick direkt. Unser junger Spieler zeigt auf jeden Fall, wie krank er ist. So, jetzt ist hier der FC Ingolstadt mal auf dem Weg nach vorne mit Kutschke, der in der 76. Minute den Anschlusstreffer macht. Allerdings auch schlecht von mir verteidigt. Der FC Ingolstadt ist wieder auf dem Weg nach vorne über Caprari, der die Flanke bringt auf Soyuncu, der zum Kopfball kommt. Allerdings kein Problem für Fährmann, der die Pille ganz ruhig aufnimmt und direkt wieder den Gegenangriff startet über den schnellen und technisch starken Goretzka. Und oben läuft wieder Harit, alleine jetzt aufs Tor zu, wieder den Flachschuss und Harit macht tatsächlich sein viertes Tor in einem einzigen Spiel. Also der ist echt richtig krank drauf, muss man sagen, echt geil. Harit außen durch, holt sich den Flachschuss und gönnt sich seinen vierten Treffer in der Partie. Wir gewinnen unsere erste Partie, kriegen aber noch einen Angriff auf Goretzka und jetzt nochmal mit seinem Longshot und macht tatsächlich in der 7. Minute der Nachspielzeit noch das 6:1. Leon Goretzka, der sich auch noch seinen Treffer abholt. Und somit war's das dann. Der Abpfiff wird gleich ertönen und so ist es auch. Wir gewinnen unser erstes Spiel bei unserem neuen Verein mit 6:1. Ich werde euch jetzt hier mal eine Abstimmung reinhauen und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da abstimmen würdet, ob ihr mehr selbstgespielte Spiele sehen wollt und ob ich es dann so machen soll wie jetzt oder lieber so im Kommentatorenstil, eher ohne Facecam und so weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da abstimmen würdet. Dann war es das auf jeden Fall mit der Episode. Würde mich auf jeden Fall wieder über eine Bewertung freuen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.